So Leute, Maseratis sind ja bekannt dafür, dass sie ziemlich teuer sind. Ne? Der Kollege kostet 8.100 Euro. Jetzt sagt er, was? Maserati fahren für 8.100 Euro? Ja, das geht. Und wie gut das geht, gucken wir uns jetzt mal an. Der Maserati Biturbo eines Kölner Händlers ist Baujahr 82 und hat knapp 87.000 Kilometer auf der Uhr. Sein V6 leistet satte 184 PS und das bei einem Gewicht von nur 1.100 Kilo. Der verhandelbare Preis 8.900 Euro. Ein stolzes Sümmchen, denn die ersten Biturbo gibt es im Netz bereits ab 3.500 Euro. Allerdings sind diese Modelle zum größten Teil später gebaut worden. Ein frühes Exemplar der ersten Biturbo-Serie aufzutreiben, ist extrem schwere Recherchearbeit. Für dieses Modell gibt es ab September übrigens das H-Kennzeichen. Alle wundern sich immer, warum 80er-Jahre-Autos so cool sind. Klar, die sehen geil aus, die fahren auch wirklich echt. Servolenkung ist nicht, echter Sound, kein Cut, da riecht man noch den Sprit richtig. Aber da kommt noch ein Argument dazu. Steuern für die Autos, egal wie groß, 192 Euro. Schlag das erstmal, so ein Maserati Biturbo zum Beispiel. Gut und gerne mal 500 Euro. Und das ist schon ein Unterschied. Deswegen, so ein H-Kennzeichen hat zwei Vorteile. Kultiges Auto plus günstiger. Servus. Hallo. Hi, grüß dich. Du hast einen schicken Maserati? Ja, genau. Drückst du meine Hand so runter, Mensch? Kann ich auch so machen. Meine Handwerkerfinger. Ja, das merke ich, dass du Klauen hast. Ja, genau. Und er soll super sexy sein und super schick? Er ist sexy, schick ist er auch. Ob er super ist, weiß ich nicht. Ob er super ist, das gucken wir zusammen. Auf geht's. Ja. Das ist er? Ja, das ist er. Geht er direkt gut los hier vorne, ne? Ja, wunderbar. Typischer Italiener. Ja, genau, genau. Nebel von innen. Herr Spieß, was sagen wir denn zum Thema Rost? Italiener aus der Zeit, die sind ja unten gerne mal so ein bisschen. Ne? Ja, er hat ein paar Stellchen, wo er anfängt. Gucken wir gerade auf die Stellchen drauf? Genau, wir gucken gerade drauf. So, hier so, ne? Genau. Hier ich würd sagen. Und da. Das, waren keine, das sind keine Optimierungsluftleitbeulen. Nein. Das ist blühender Rost. Spoiler. Das Blöde ist nämlich, so einen Scheibenrahmen, den will man ungern anfassen. Das heißt, rausnehmen oder irgendwie hier jetzt Rost dran entfernen, ist möglich, Herr Spieß? Ja, selbstverständlich. Für uns ja. Spieß-Automobile. Ja, gar kein Problem. Aber du musst zugeben, ist so eine undankbare Stelle. Ist eine sehr undankbare Stelle. Genau. Weil sowas zu reparieren ist wirklich nicht so schön. Deswegen würde ich bei sowas immer empfehlen, mit klar zu kommen. Deswegen denke ich mal, sind die Stellen auch noch dran, dass man wieder arrangieren kann. Sobald man merkt, dass es knirscht und dass es wirklich dünn wird, das Blech, dann muss es erst gemacht werden. Das heißt, wenn ihr euch ein Auto anguckt und wirklich was kaufen wollt für längere Zeit, kontrolliert, ob euch das nicht schon vielleicht zu viel ist. Aber designtechnisch schon sehr speziell, ne? Ja. Ich sag mal, kantig, sexy, individuell. Ja, ja, ja. So wie du, oder? Genau, was für Liebhaberinnen. Du bist jetzt meine Liebhaberin oder er? Nein, nein, nein. Er. Weißt du? Er mit dem bisschen vergilbten Maserati-Logo, oder? Genau. Er ist ja auch schon älter. Ja. Er ist ja auch schon älter. Ein bisschen älter. Ja, er ist ja ein bisschen älter. Er ist ja was in die Jahre gekommen. Ne? Ja. Aber. Es passt. Es passt. Ja, komm mal, passt. Es passt. Wir gehen mal ein bisschen kreativ zurück und lassen noch mal wirken, ne? Ja. Das passt aber, oder? Ja, passt. Das passt. Ne? Passt. Basta sempre di te di canzone. Das schaffen nur Italiener, ja, so einen Innenraum zu machen. Wir haben geiles Armaturenbrett mit einer geilen Ledernaht. Also wirklich auch sehr aufwendig für das Auto. Mhm. Muss ich sagen. Farbkombination ist, ist italienisch, ist besonders. Wir haben oben Alcantara Beige, wir haben hier dunkelbraun, wir haben dunkles Holz. Und dazu passend hat er sich gedacht, sitzt da auch noch in Leder? Warum? Ist zu viel. Zu viel. Überladen. Ne? Ja, Kurzsitze. Genau. Klar. Ja. Und damit keine Alu-Optik hier reinkommt, weil die passt nämlich gar nicht, wurden nämlich auch hier die Kopfstützen in so kleinen Velour-Täschchen eingepackt. Kord. Ja, Entschuldigung. Herr Spieß. Spitzeninnenraum. Der hat was, ne? So wie Sie. Ja, kann sich richtig wohlfühlen. Kann sich sehen lassen. Herr Spieß, machen Sie mal hier vorne. Mal öffnen. Mal öffnen. So. Ja, jetzt gucken wir auf eine schöne Sache. Optisch, aber technisch wirklich, wirklich für mich. Ihr spürt das gerade, ich bin fertig mit der Welt. Weil ein Vergaser
mit Turbotechnik zu paaren. Das ist eine Kombination, die sich auch wirklich nur sehr kurz in der Automobilwelt gehalten hat, weil ein Vergaser quasi oder nicht eine wirklich sehr saubere Verbrennung oder ein sehr sauberes Luft-Benzin-Gemisch einfügen kann in den Motor. Jetzt haben wir natürlich durch Turbotechnik verschiedene Ladezustände. Und das muss der Vergaser die ganze Zeit ausgleichen, rauf und runter. Und somit kriegst du einen guten Vollgaslauf hin, denke ich mal. Ja. Aber Teillast und außer Teillast rausbeschleunigen, huiuiui. Ja. So ab 2000 geht er erst los. Geht er erst los, klar. Geht er erst los, aber dann geht er richtig. Klar, wenn der Ladedruck kommt, ja, dann ist Qualm und Bums in der Bude. Und der ist ja auch sehr leicht. Ja, noch keine 1200 Kilo. Das ist richtig. Da geht richtig die Post ab. Das ist richtig. Bei Nässe mit Vorsicht zu genießen. Vorsicht oder Spaß. Ich fühle mich direkt zu Hause. Das riecht schon italienisch. JP sitzt in einem fast 30 Jahre alten Auto und ist begeistert. Schade, dass die Probefahrt mit dem 215 km/h schnellen Biturbo nur auf Kölner Landstraßen führt und nicht nach Italien. Dieses Auto könnte man auch Rasamati nennen. Leck mich am Arsch. Das ist schnell. Und vor allen Dingen für Baujahr 82 ist das scheißen schnell. Das geht auch richtig gut vor, das spricht auch gut an, auch die Lader. Habt ihr das gehört? So Leute, wir müssen mal irgendwas zusammen machen. Gucken, ob einer hinter uns ist. Nein. Wir gehen jetzt mal an den Gang. An den Gang heißt eine Drehzahl, wo der Ladedruck sauber reinsteigt. Wir fahren jetzt 40 km/h. Auf geht's. 40. Vollgas. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Gibt es noch irgendwas zu melden? Jetzt mal Spaß beiseite. Baujahr 82, der Karton fährt wirklich über 210 Klamotten und geht in 6,7 Sekunden auf 100 km/h. Zu der Zeit, das war Cape Canaveral Raumfahrttechnik. Man muss mal überlegen, ein Focus RS geht in 6,5 auf 100. 2011er Baujahr. 1982. Nicht schlecht, oder? Diese Paarung von der V6 Motoranordnung, Biturbo aufgeladen, 2 Liter Hubraum und das Ding war jetzt auch nicht so schwer, 1100 noch was Kilo. Leck mich in den Tisch. Das war Raketenalarm, ohne Scheiß. Zur Erinnerung, 8900 Euro will Händler Spieß für den Maserati Biturbo haben. Herr Spieß! Ja. Was ein kleines, geiles, turboaufgeladenes Ding. So, jetzt trennen mich eigentlich nur noch der Preis und Ihre Gutmütigkeit von dem geilen Teil. Von dem geilen Teil? Mhm. Von dem geilen Teil. Nur der Preis? Der Preis. Nur der Preis. Der Preis. Also wie man in Deutschland sagt, der letzte Preis. Was ist letzter Preis? Letzter Preis. 8000. Der letzte Preis. Inspektion ist alles frisch, Bremse frisch. Bremse und TÜV. Inspektion ist ja frisch. TÜV, ja. TÜV ist ja jetzt, können wir machen, kein Problem. Aber H-Kennzeichen ist im September. Ist ein Argument. September deswegen, das Auto muss halt eine gewisse Alter haben, um das H-Kennzeichen zu kriegen. Genau, und im September ist er erst fällig. Ne? Genau. Also wäre es keinen Sinn machen, TÜV zu machen. Ja, deswegen wäre dieser Moment. Ich bin ein fairer Kerl, tritt gar nicht nach. Ich glaube, die 8000 Euro sind für ein Auto ohne Rost technisch so einwandfrei und so gewartet. Wirklich ein fairer Preis, Herr Spieß. Danke. Das nehme ich so an.